Nee, aber ich glaube, das ist gut jetzt. Prima. Ja, Gesichtserkennung läuft auch. Woher kommt der Ton? Der Ton wird hier aufgenommen. Der ist hier oben. Ich finde das Gespräch eigentlich ganz nett. Martin Illisch. Martin Illisch ist aus Ungarn, hat aber ganz lange unter anderem in Karlsruhe studiert. Man darf auch Martin Illisch, wir freuen uns, dass du da bist und dass du ein neues Stück geschrieben hast. Ist es dein erstes Vokalstück oder hast du mit Stimmen schon gearbeitet? Ich habe schon relativ viel mit Stimmen gearbeitet. Ich habe auch an der Oper geschrieben mit klassischem Gesang, ja. Was ich mittlerweile nicht mehr ganz so faszinierend finde. Also dieses klassische Singen. Und ich habe vor einigen Jahren ein Stück für Vokalensemble geschrieben. Das ist also das zweite. Es heißt Hunger. Ist richtig ausgesprochen? Genau. Kannst du dazu was sagen? Es ist ein Sammeltitel, der heißt Raum. Ich habe auch Orchesterstücke, sehr viel Kammermusik mit diesem Titel. Das hängt damit zusammen, dass ich die Musik in ein ganz bisschen perspektivisch höre immer. Also ich höre Dinge, die weiter weg sind und Dinge, die ganz nah klingen. Und auch in diesem Stück habe ich versucht, tatsächlich diese akustische Perspektive zu verwirklichen. Das Stück hat keinen Text. Also es gibt keine Worte. Es gibt nur Silben und Konsonanten, Vokale. Martin, erste Frage. Warum kein Text? Ich hatte schon immer ein Problem damit, wenn Texte, auch unter anderem in der Oper, wenn Text verwendet wird, so lange, dass man den Text nicht versteht. Und dass der Text ja akustisch eigentlich nicht mehr mit der Musik zu tun hat. Also in den letzten Jahren habe ich einfach gemerkt, dass ich mit klassischem Gesang nichts mehr anfangen kann. Also die Töne, die eingegitterten, nach einem bestimmten Tonsystem eingegitterten Einzeltöne interessieren mich nicht, damit kann ich mich einfach nicht ausdrücken. Und es war mir einfach wichtig, etwas zu finden, ein Material zu finden, womit ich meine Gedanken adäquat ausdrücken kann. Und ich habe gemerkt, ich muss quasi eine Art Tabula Rasa zu erstellen. Also und, alles, was wichtiger war, mit dem Gesang zu tun hat, zu löschen oder für mich zu löschen. Und das Singen oder Sprechen oder halt alles, was man mit diesem Apparat zu tun kann, von Grund auf neu zu definieren. Weil ich denke, da gibt es einfach so viele Möglichkeiten und ich finde, dass diese ganze Geschichte, die Musikgeschichte, die mit dem Gesang zu tun hat, reduziert sich, ist eigentlich eine Zweckentfremdung. Unsere Stimme, unser Apparat ist nicht dafür da, unsere Tonhöhen zu singen, sondern wir können so vieles ausdrücken und das versuche ich jetzt auch unter anderem mit diesen Vokalen und Konsonanten so auszudrücken. Und das alles, was die Stimme machen kann, von Grund auf neu erfinden, neu definieren. Als ein neues Instrument oder ein neues Ensemble auch. Ne? Ganz genau. Das ist ein Ensemblestück eigentlich. Ganz genau, ganz genau. Und dann ist mir aufgefallen, dass ich die Gesangsstimmen praktisch wie Instrumente behandle. Also manchmal auch ein bisschen respektlos. Also man muss sehr, sehr mit Gesangsstimmen aufpassen. Das klappt nicht immer. Vor allem, wenn man radikal vorwärts geht und wenn man Dinge machen will, die so ein bisschen gegen den Strich gehen. Und, Ich habe das ja auch genannt, instrumentale Vokalmusik. Das kommt dem nahe. Oder? Ja, das ist einfach Musik mit dem Klangapparat des Menschen. Ich will das also wirklich nicht begrenzen. Ich entnehme der Beschreibung aber schon, du hast nicht einen Text genommen und den vertont. Hört man Sprache oder hört man Vokalinstrumente oder was ist das eigentlich? Also es gibt ein grundsätzliches Paradoxon in der gesungenen, beziehungsweise in der Musik, wo Text vorkommt. Der Text hat natürlich hauptsächlich eine semantische Ebene, also beim Sprechen wird der Text ja semantisch inhaltlich verstanden und wahrgenommen, hat aber auch eine ganz starke phonetische Seite und diese Seite wird oft vernachlässigt, selbst wenn man Text zu Musik verwendet. Und das hat mich jetzt eigentlich auch in der klassischen Oper, stört mich immer noch, dass man die Texte nicht wirklich versteht und dass die phonetische Seite des Textes zwar beachtet wird,
aber nicht wirklich einen organischen Bestandteil der Musik bildet. Und das wollte ich überhaupt nicht. Also ich wollte halt eben diese semantische Seite ausblenden und Vokale und Konsonanten und ihre Zusammensetzungen so zu verwenden, dass sie wirklich der Musik akustisch dienen, dass diese klangliche Ebene der Sprache mit der Musik konkurriert. Das Problem der Semantik eines Textes, dass der mit der Musik quasi nicht in Einheit gehen muss. Ganz genau. Also ich finde, alles, was erklingt, Musik oder Text, das wird musikalisch wahrgenommen und ich glaube, das muss musikalisch funktionieren und begründet sein. Und das ist das Allerschlimmste für mich, wenn ein Text einfach untergebracht wird, weil der Komponist ein Libretto hat und dieser Menge von Text untergebracht werden muss. Genau, also wenn ich ein A verwende, dann brauche ich eben den Klang A und nicht, weil das in einem Wort enthalten ist. Also das ist natürlich eine ganz radikale Herangehensweise. Also viele haben schon mal sowas gemacht, aber ich finde, dass die phonetische Ebene der gesprochenen Worte wirklich zur Musik passen muss und der Musik dienen muss. Ja. Nun kommen hier sehr viele Glissandi vor. Kannst du was dazu sagen? Ja, ich glaube, das ist ganz gefährlich, so zu sagen, dass man kein Glissando verwenden darf. Die Frage ist immer, wie man das Glissando verwendet. Glissando bedeutet ja nichts anderes, als dass man Tonhöhen hervorbringt, die zwischen den befestigten Tonhöhen innerhalb eines Tonsystems liegen. Also man macht einen Übergang zwischen zwei Tonhöhen. Und ich glaube, damit kann man eigentlich sehr, sehr viel machen. Die Frage ist natürlich, wie man das macht. Und hier war mein Ziel tatsächlich nicht, Tonhöhen zu vermitteln, sondern eher gezeichnete Gesten zum Klingen zu bringen. Also das ist, was Sie hören werden, ich habe das so genannt, diese erste Geste am Ende, wie Wimpern, wie wenn Sie sowas gezeichnet sehen. Das hat also überhaupt nicht diesen Tonhöhen zu tun, dass sich damit was dazwischen ist und dadurch entstehen sehr ausdrucksvolle Gesten. Das machen wir mal. Ich habe gesehen, du notierst ja auch nicht alles bewusst nicht so eindeutig, also dass es Übergangsbereiche gibt, so zwischen festgelegten Tonhöhen und nicht festgelegten Tonhöhen oder zwischen Gesang und Sprechen oder anderen Stimmlauten. Also schaffst eigentlich so ein ganzes neues Repertoire an Zwischenformen auch. Ja. Also die Sprache überhaupt ist ja eigentlich da. Das ist, die Stimme ist ein Instrument, das nicht dafür da ist, definierte Tonhöhen zu singen. Das ist eigentlich eine Zweckentfremdung. Der klassische Gesang ist zwar wunderbare, aber eine Zweckentfremdung. Und ich habe versucht, das von Grund auf aufzubauen mit all den Kommunikationsmitteln, die der Mensch verwendet, wenn man Töne aus sich herausgibt. Mhm. Und da diese Materialien versuche ich in meiner Musik zu formen und so verständlich zu gestalten, dass sie dann auch eine ganz klare Aussage. Hat sich durch dieses Material, mit dem du hier gearbeitet hast, hat sich da formal was anderes ergeben, als wenn du jetzt meinetwegen ein Streichquintett oder ein instrumentales Werk geschrieben hättest? Also sind dir hier Sachen begegnet, die in der Instrumentalmusik vielleicht nicht so funktioniert hätten? In der Form, in der Besetzung? Ja, also rein musikalisch und formal habe ich gemerkt, dass ich genauso komponiere wie für Instrumente.
ich habe einfach eine Vorstellung von Form, von Energetik und das kann ich jetzt oder habe versucht jetzt auch in diesem Vokalstück genau zu komponieren wie mit Instrumenten. Mhm. Das ist also was eben gegen das Sängerische geht. Andererseits sind diese Zwischenklänge, die wirklich nicht mit Tonhöhen verbunden sind, für die Gesangsstimme genuin. Also das ist dann eigentlich viel einfacher. Und da kriegt man viel leichter Übergangsklänge, Glissandi und interessanter Farbwechsel wie mit Instrumenten. Bei Instrumenten wäre das die Zweckentfremdung. Ja, ja. Und da sind auch die Grenzen klarer definiert, wo das normale Spielen aufhört und wo das verfremdete Spielen anfängt. Das ist bei der Stimme ja quasi ein Kontinuum. Richtig. Also, es ist paradox, dass es für Sänger trotzdem Schwierigkeiten bereitet. Ja. Obwohl das eigentlich irgendwie das genuine Gebrauch der Stimme ist. Das sind ja keine Tonhöhen. Aber das sind natürlich auch die Überschreitungen der Ausbildung oder der eigenen etablierten Techniken dann auch immer wieder individuell von Bedeutung wahrscheinlich. Also das gibt dann einfach Sachen, die Ihnen näher liegen und die Ihnen ferner liegen. Ja, ganz genau. Das die Premiere wird ja jetzt als online virtuelle Premiere stattfinden, beziehungsweise vor einem kleinen Publikum in der öffentlichen Probe. Wir hoffen natürlich, dass später nochmal in einer herkömmlichen, normalen Konzertsituation aufzuführen. Aber wahrscheinlich ist es jetzt auch eine Chance, um nah ranzukommen, auch an die Tonerzeugung, ans Material. Also wir freuen uns drauf und hören. Wer möchte, kann jetzt die Uraufnahme des Stückes hören. Uraufnahme. Vielen Dank. Sehr schön. Ich danke, ich freue mich, dass ich hier sein darf. Und du hattest noch was anderes? Ja, das ist einfach Musik mit dem Klangapparat. Deswegen.